Guten Tag, mein Name ist Andreas Dahms, Ingenieur für Kälte- und Klimaanlagen. Da ich sehr häufig bei Inbetriebnahmen von Kälteanlagen dabei bin, möchte ich Ihnen heute zeigen, wie ich mit dem Testo 570 sehr sicher und effizient Kälteanlagen in Betrieb nehmen kann und diese dann auch dokumentieren kann. So, die Anlage ist bereit und ist mit Kältemittel gefüllt und wurde vom Monteur zur Inbetriebnahme freigegeben. Ich befestige die Monteurhilfe an einen sicheren Punkt an der Anlage und für die Ermittlung der Flüssigkeitsunterkühlung klemme ich den Sensor an der Flüssigkeitsleitung vor dem Expansionsventil. Für die Bestimmung der Verdampferüberhitzung befestige ich den Fühler an der Saugleitung unmittelbar hinter dem Verdampfer. Anschließend verbinde ich beide Sensoren mit dem Gerät. Nun schalte ich das Gerät ein. Es durchläuft einen Selbsttest. Jetzt kann ich die Hintergrundbeleuchtung zuschalten. Bevor die Monteurhilfe einsatzbereit ist, muss ich noch das Kältemittel auswählen. In diesem Fall Kältemittel 134A. Und zusätzlich noch die Nullung der Drucksensoren vornehmen. Alle Ventile der Monteurhilfe sind geschlossen und ich verbinde nun die Niederdruckseite der Anlage mit dem Gerät. Nun verbinde ich die Hochdruckseite der Anlage mit der Monteurhilfe und öffne das Ventil. So, die Anlage befindet sich im Behaarungszustand und wir sehen auf der linken Seite unseren Saugdruck, auf der rechten Seite den Hochdruck und die dazugehörigen Sättigungstemperaturen, in dem Fall minus 2,1 Verdampfungstemperatur und 38,4 Kondensationstemperatur. Das passt momentan sehr gut zu den Umgebungsbedingungen. Weiterhin kann ich jetzt durch Drücken dieser Taste sehen, wie die Fühlertemperaturen ausgelesen werden können. Auf der einen Seite haben wir eine Temperatur am Austritt des Verdampfers von 6,7 Grad Celsius und die Flüssigkeitstemperatur beträgt momentan 32,8 Grad Celsius. Wenn wir jetzt nochmal weiter umschalten, erhalten wir diese Werte, die für den Praktiker sehr wichtig sind, nämlich die Unterkühlung und die Überhitzung. Auf der linken Seite sehen Sie die Überhitzung von momentan 8,8 Kelvin am Ventil gemessen und auf der anderen Seite eine Unterkühlung von 5,7 Kelvin vor dem Expansionsventil. Diese Werte sind ausreichend gut. Man kann jetzt noch den Wert des Ventils ein klein wenig ändern, aber prinzipiell ist die Anlage sehr gut eingestellt. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Messwerte zu dokumentieren. Zum einen über die Schnittstelle zur EasyCool Software oder zum anderen direkt vor Ort über den kabellosen Drucker, der über Infrarot die Messwerte aus dem Gerät auslesen und sofort drucken kann. Wie Sie sehen konnten, war es mir mit dem Testo 570 möglich, diese Anlage sicher und vor allen Dingen auch schnell in Betrieb zu nehmen. Wichtige Betriebsparameter, wie zum Beispiel die Unterkühlung und Überhitzung, konnten mir ständig angezeigt werden, optimiert werden und auch bei Bedarf ausgedruckt werden. Dies ermöglicht dem Monteur, eine betriebssichere Anlage zu übergeben und einen zufriedenen Kunden zu erhalten.